Einen feuchtfröhlichen Tag wünsche ich euch zu einer weiteren Folge vom Megaprojekt mit dem Closer und dem Necro. Ja, guten Tag. Ja, moin moin. Tag. Die Antwort von dem hier, das Mann, ja, die ist so creme, so eine richtige schöne Bäh-Stimmung. Ja, so, das will ich auch vermitteln den Zuschauern. Das, weißt du, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Freiheit und der Traum von einem besseren Leben. Du willst aber schon, dass wir in Deutschland leben, also gibt es kein besseres Leben. Oh Mann. Ja. Wir wollten jetzt eigentlich umziehen, zwar die ganzen Gerätschaften nach unten buxieren, bloß das Problem, was war da eigentlich, war das Problem? Ach ja, da ja unsere Mitbewohner, also nicht die zwei hier, die hier wohnen, eben halt nicht schlafen wollten, ist uns der Planter in die Luft geflogen. Das bedeutet, cool, wir müssen einen neuen basteln. Das macht mich gerade richtig glücklich. Was, dass uns das Ding um die Ohren geflogen ist? Nein. Diese Ansicht. Oh. Das macht mich glücklich. Ich baue hier schon mal Platz für den Reaktor. Der war 9 Blöcke hoch, richtig? Ja. Hey, wie geil ist das denn? Es ist ja richtig einfach, so eine Terra-Stil-Inge zu machen. Junge, wir haben halt übel Rüstung, ey. Da gehen wir richtig ab. Ja, hoffen wir mal, ne? Dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Du hast gesagt, wie du es dir vorstellst. Natürlich. So. Wackelst du etwa an mir, oder was? Jetzt muss ich kleinen Necro auch noch beeilen. Wackelst du etwa an mir? Ja. Soll ich das damit verstehen? Willst du das aussagen? Nein. Will ich auch hoffen, Mann. Okay. Oh Mann! Das buggt. Warum? Ja, der Server lag ein bisschen, kann das sein? Wollte gerade sagen, jetzt habe ich das, weil ich habe ja schon dreimal auf den Machine-Frame geklickt, obwohl da kam auf einmal nicht raus, das ist ein bisschen verwirrend. Boah, ein bisschen leckt das, ne? Ist ein bisschen extrem jetzt auf einmal. Extrem. Boah, der Regen fuckt mich ab. Na, weil die hier nie pennen, das ist das Problem. Und dann regt sich jeder auf, macht mal den Regen aus, der nervt voll. Ja, jetzt mal ehrlich, warum leckt der Server so extrem? Boah, der Server geht richtig steil, ja. Ja, der geht auf jeden Fall richtig hardcore. So, jetzt müssen wir uns noch einen Pisten bauen. Oh, jetzt hab ich den Frosch schon wieder im Hals, da keine Miete zahlt. Alter! Boah! Ey, das kann doch nicht sein, der Server, der hat genug Ressourcen zum Verarbeiten. Junge. Haben wir überhaupt noch diese. Wir haben die Bricks nicht mehr, verdammte Axt. Boah, ist ein richtiger Lustikus, ne? Ey, das kotzt mich gerade ein bisschen arg an sogar. Alter! Wer geht in die Knie? Mitten in der Aufnahme gehe ich jetzt einfach mal runter und frage, was die Idioten da machen. Jo. User left your channel. Ich stütze ab. Der sagt bald dafür, dass. Ja, da war er. Ich mache jetzt mal einen Cut rein. Wir sehen uns dann gleich später wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Sorry, der Sofa ist gerade tierisch abgekackt. Bringt nichts, es leckt immer noch. Glaub, der geht so oder so kleiner meine Knie. What the fuck? User joined your channel. So, wieder da. Was machen die denn? Die sind rumgeflogen. Ja, dann sollen sie das mal lassen, dann mitten in der Aufnahme. Wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas verantworten? Hä? Ich weiß es nicht. Mich wundert das auch, dass die, warum der trotzdem laggt, wenn da nur einer rumfliegt. Das kann doch nicht sein, dass der dann so arg am Laggen ist. Ich kann dir sagen, warum. Weil wenn man fliegt, ist man schneller unterwegs als zu Fuß. Das ist ja schon mal klar. Ja. So, und wenn man fliegt, gehen mehrere Chunks auf immer aktiv. Da ist das Problem. Okay. Ja, sorry, dass ich jetzt mit der Aufnahme einmal runtergegangen bin, aber ich wollte ja schon wissen, woran es gelegen hat, dass das Server so am Denken war. Ich habe gerade bloß noch mal dreimal Klee, beziehungsweise noch ein bisschen Klee besorgt, weil uns ist der Klee ausgegangen. Die Bricks. Ich weiß nicht, wer da dran. Ja. Ja. Guck mal in den Spiegel, Mann, dann weißt du das. 4, 5, 6, 7. Ja, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie wir das mit dem 9. Reaktor machen. Ja, ich baue hier doch, ich fülle ja alles aus schon mal, dass der Reaktor in 1 hier rüber kann. Richtig. Worüber? Na, runter. Unten in der ersten Kuppel. Der wird in der Wand eingebaut.
Verstehst du? Der versteht's So. nicht. Doch, also doch so. Ja, aber der steht ja nicht mitten im Raum, der wird einfach nur in der Wand eingebaut und das, die Kabel. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, du musst nicht weiter erklären. Ich hab's schon Okay. verstanden. Okay, ja, weil. War mir nicht so sicher. Nein, natürlich. Nächste Rune, Freunde. Was denn für eine Rune? Ah, richtig geil, du hast voll was verpasst, Mann. Der macht da voll die Science Fiction. Ich glaube, der hat hier bei. Wie heißt das nochmal hier in Amerika? Hollywood mitgespielt. Glaube auch. Na, der Willi macht da überall Blitz, der schmeißt irgendwelche Teile aufeinander, überall blitzt es, Effekte pur. Das ist schon extrem. Also, wenn es euch interessiert, schaut bei ihm vorbei, Botania. Ach, Botania wird jetzt gemacht. Cool. Ja. Schon die ganze Zeit. Das ist Ne. so aufwendig. Na, wie schon gesagt, mit Botania und so kenne ich mich ja null aus. Aber es macht schon Spaß, finde ich. Also es sah auch richtig tricky aus, muss ich ehrlich sagen. So, Aber es also sah geil aus. der Blender steht wieder. Wow, ich muss jetzt erstmal zur Seite gehen. Ja, ich dachte, wenn ich fertig bin mit dem Reaktor, okay. Gibt es irgendwie noch eine bessere Methode als die Diamantspitzhacke? Also welche Spitzhacke ist dann die nächstbessere? Wer ist das einer von euch? Wenn ich da eine mache aus Tinker's Construct. Und das wäre nämlich Premium, weil diese Diamantspitzhacke, beziehungsweise die Gläser, die brauchen verdammt lange, um abgebaut Also, zu werden. Draconium-Spitzhacke ist besser, das kann ich dir versichern. Ja, aber Tinkers, von Tinkers Construct kannst du auch noch richtig epische Pickaxe machen. Habe ich hier oben Verbindung? Boah, geil. Das ist Chef. Alter, da Hast habe du ich ja jetzt von da oben bist du denn Verbindung. Das ist Botania? geil. Naja. Ja, super. Siehst du, habe ich dir doch gesagt, dass ich dir das mache. Das ist So, richtig gut, Mann. jetzt gucken wir uns das mal an, ne? Weil wie schon gesagt, von Portan habe ich selbst persönlich keinen Peil. Wir fliegen einfach mal Willst du hin mal und angucken? gucken. Ja, ich guck mal zu hier. Das freut mich aber, dass der nette Necro mich besuchen geht. Also, ich erstelle jetzt eine neue Rune mit dem Runenaltar. Na, das darfst du machen. Komm hier. Was? Materialien. Nur, wenn ich Platz hatte. Was ist denn das? Ein Sharpet? Wartet, ich will das auch noch mal sehen. Special Effect. Wie Wir mache ich denn sind das wieder jetzt? Ach, da. muss es alles aufnehmen erstmal. Das Mana Steel auch. das hier unten auch. Na, warte mal, da muss ich. Warte mal, da habe ich eine andere Idee. So, und zack. Habe ich jetzt Jetzt muss. alles? Ich glaube schon. Also, jetzt musst du den. Das, was du aufgesammelt hast, das ist der Carpet, die Feder und den String und die drei Mana Steels da drauf werfen mit Q. Ach, bloß drauf werfen. Ich krieg jetzt. Wie viele Strings? Ein String. Okay, wie viele Ein. Federn? Eine Feder? Ja. Wenn die mal Und treffen die. würde. Und drei Mana Steel. Ja. So, jetzt nimmst du den Zauberstab. Oh, ich habe einen Zauberstab. Drückst damit Rechtsklick drauf. Auf den Altar. Ja, jetzt wird das aktiviert. Jetzt kann man sich hier an die Alter, Pflanze das sieht stellen. ja mal Komm geil mal aus. her. Ich komme. Hier, nimm mal die Experience. Und da kotzt der mich schon voll, ist er das? Ja, die jetzt einfach alle essen und dann an dieser lilanen Pflanze gehen. Alle Ja, essen? achte mal. Ja. Achte da mal auf deine XP. Die Pflanze zieht alle deinen XP ein. Ach, das sieht so geil aus. Komm, los, let's go. Jetzt guck mal, wie weit, also mit dem Zauberstab, guck mal, wie weit der Runik-Altar ist. Da ist also eine Zeitleiste. Das Hier so ein. 55. Jetzt Also. gleich voll. Voll. Ja, jetzt. Guck, da sind die Episch, Blitze episch. Schau jetzt. dir das mal an. Alter, geil. Das sieht aber richtig geil aus. Das ist Wenn du jetzt mit episch, ne? Reststick drauf drückst, dann kommt die Rune raus. Achso, ich muss ja noch hinein Ah anscheinend. ne, warte, nee, du musst noch ein. Ah, das sieht ja geil aus. Du musst noch einen Living Rock nehmen. Nimm mir Ein mal den Living Rock. was? Ja, hast du Ach, jetzt, das ja. Ding. Genau. Den musst du draufwerfen. Oh, mit Q. Und jetzt mit dem Das sieht Dings da. ja mal richtig Premium aus. Moment. Nee, das muss ich mir jetzt mal kurz geben hier. Das ist geil, ne? Warte mal, scheiße. Willi? Stell du dich mal hier vor die Fackel? Und Dummy stellt sich hier hin. Ja. So, jetzt blenden wir mal den ganzen Spaß hier aus. Ne, das war der falsche Knopf. Bin nicht so fotogen, da werde ich immer so rot. Ja, ich habe mir extra eine Maske übergezogen.
Ach so, ja, das ist natürlich auch. Also Rechtsklick habe ich jetzt drauf gemacht. Sicher? Ach, du hast den Living Rock wieder aufgenommen. Der muss da drin schweben. So? Ja, und jetzt. Ja, Mann, und jetzt schau mal, was du da gemacht hast. Und ich bin wieder unten für unseren Big Reactor. Wir können noch. Runde der Luft? Ja. Rückflug, mal eben gucken. Das ist das Ergebnis daraus. Und daraus kann ich dann bald unser neues Material bauen und dann haben wir endlich coole Rüstung. Da hast du die. Danke. Leider haben wir immer noch einen Rither-Kopf, Mann. Wir brauchen 3 Stück. Ne, ich denke, du wolltest mir erst. Ach, jetzt wollen sie pennen, ne? Naja, erst meckern und dann. Wolltest du mir nämlich mal schnell einen Dingos Construct Pickaxe machen? Bitte. Ja, ich dachte, die gehen alle schlafen. Einer fehlt, glaube ich, noch. Ne? Na, das ist jetzt erst wieder pennen gegangen. Okay. Ja, dann nimm mal, guck mal, ob dir das hiermit schneller geht, da, mit der Bronze Pickaxe. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es schneller geht, sonst. Ja, geht weiter schneller. Schön. Dankeschön. So, ich baue eben den letzten Platz hier weg für den Big Reaktor, damit wir auch wirklich noch in der Folge. Ja, ich bin schon kräftig am Abbauen des biggischen Big Reaktors. Der ist ja echt extrem groß geworden. Willst du den dann später auch nochmal einen neuen breit machen? Das weiß ich noch. Also darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich wollte einfach nur die 10k Rotix knacken, weißt du. Waterfire. Weil dann für 13. Hä? Das hört sich nicht gut an. Ah, ist nicht schlimm, aber ich habe auch noch eine. Ah, nee, doch nicht. Ah, zum Glück. Ah, das mit dem Altar, das sah ja mal richtig creme aus. Ja. Episch, ne? No? Ja, ich glaube, da kommen noch coolere Effekte. Weil wenn ich mir das so vorstelle, dass in dem Blockspiel eigentlich, ne, solche geilen Effekte reinzubauen, ist schon Premium. Das ist schon richtig stark. Ja, also das sage ich das eben halt mal wie bei Space Engineers, was ich da pausiert habe, wegen Frame extrem miesen und so. Dankeschön an die ganzen Modder, die sich da wirklich tagtäglich auf Deutsch gesagt hinsetzen und den ganzen Mist da programmieren oder modden oder je nachdem, was sie auch immer machen. Macht weiter so. Definitiv ohne euch wird es solche Projekte überhaupt nicht geben. Und ich glaube auch, ohne euch wird solche Spiele eigentlich nicht so berühmt sein, wie sie jetzt sind. Naja, auf keinen Fall. Wie eben halt Minecraft zum Beispiel, weil das lebt ja böse gesagt erstens von der Community und zweitens hauptsächlich mit durch die ganzen Mods, die es gibt. Ja, und es kommt ja jeden Tag mal neuere Mods raus, ne? Ja, sind mal ganz ehrlich. Okay, die einen, die schaffen es wirklich bis zur Spitze, aber dann sind da halt auch ein paar, wo ich sage, ey, das ist Flop und kein Top. Ja, welcher Mod mich eben halt auch noch reizt, das ist dieser Better Than Wolf. Wo du dann wirklich mit der es war nicht Better Than Wolf. Wo du dann wirklich anfangen musst, mit in der Steinzeit auf Deutsch gesagt anfangen zu arbeiten und dich dann eben halt immer weiter hocharbeitest. Den Mod fand ich eigentlich auch ganz geil. Hab ich noch nicht gezeigt. Hört sich ganz cool an, ja. Ja, hört sich wirklich cool an. Ja, wie schon gesagt, du bist eben halt draußen, du musst aber eben halt auch anders vorgehen als in zum Beispiel hier Infinity. Fängst eben halt wirklich richtig mit Stein und so an, musst eben halt überall solche kleine Steinbröcke finden, kleine Steinbröckelchen finden, was auch immer. Und arbeitest dich dann eben halt, auf Deutsch gesagt, ins Eisenzeitalter hoch. Und dann geht's eben halt weiter und am Ende bist du eben halt in der Elektro- oder in der Nuklearzeit. Also das ist Nuklearzeit, jetzt hab ich's. Deutsche Sprache, schwache Sprache. Also den Mod finde ich eigentlich auch komplett sehr, sehr interessant. Wie schon gesagt, den habe ich bei mir bloß nicht zum Laufen bekommen. Läuft der Mod an? Ach, du weißt auch nicht, ob das da mit Questbuch ist oder nicht, ne? Nee, ist ohne Questbuch. Weil, wenn du dich ja voranarbeiten musst, von Steinzeit bis sonst wohin, da musst du ja auch irgendwo ja so ein Upgrade-Ding haben, sprich, dass du jetzt auch weißt, du bist jetzt in einer nächsten Generation. Ja, das ist dann, wenn du eben halt den Stein verarbeiten kannst. Das geht da bei diesem Mod, leider Gottes, fällt mir der verdammte Name schon wieder ein, eh schon mein Namensgedächtnis. Das wird dir aber eben halt vom Mod im Anführungsstrichen gesagt, dass du das dann eben halt weiterverarbeiten kannst und dass du dann, auf Deutsch gesagt, weitergestiegen bist. Okay. Hört sich wirklich cool an. Wenn ihr vielleicht wisst, wie das Modpack heißt oder so, dann schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren. Ja, wäre echt interessant. Also den habe ich bei mir blöderweise nie zum Löwen gekriegt, warum auch immer. Nicht versagen, Closer fragen.
Ja. Ja. Hä, mein Freundchen, das kam jetzt gerade ein bisschen hier. Ja, scheiße, warum seid ihr andere fragen? Fragt lieber eine Necro. Nee, nee, weil ich kann mir, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht ehrlich, da bin ich zu dumm dazu. So, jetzt habt ihr's, jetzt hab ich mich geoutet. Oh nein, Drama. So, was, du bist denn? Aha. Aha. Haben wir alles abgebaut? Ja, haben wir alles eingesammelt? Ja. Ja, ja, sorry, muss da was sein. Du hast einfach jede andere Stadt, ganz ehrlich. Nein, ich doch, bin's nur... Nein, nein, doch. Nein, ich hasse doch, keine nein, Stadt. Doch, nein, doch, natürlich hasse nee, ich. Hasse gib's zu. Rot. Ja, du doch nicht. Scheiße. Ja, das ist bei uns ganz normal. Oh ja, ja, ja. Dazu fällt mir eigentlich bloß eins ein. Einfach stumpf lächeln und winken. Oh yeah. Oh Mann, 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 Mann. Ach geil, so. Ich kann ja jetzt einfach sagen. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen dunkel ist, aber es geht nie anders. Weil sobald irgendein anderer Block, außer eben halt auf ein Big Reactor hier drin ist, funktioniert der ganze Spaß nicht mehr. So, ich ziehe hier mal kurz. Ist das exakt? Wie hoch ist denn das? Exakt so hoch, wie es sein soll? Ja, 9 Blöcke, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oh Gott, also sind das 7 Blöcke plus hoch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, du hast doch gesagt, 9 Blöcke ist das hoch. Ja, ne? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Nein, verdammt! Alter, langsam geht's richtig los, ey. Junge, Junge. Ich freue mich schon auf die Rüstung. Ja, ich mich auch, weil dann kann ich auch mal ein bisschen große Klappe zur Stadt Gelb haben. Aber nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Hält sich dann noch in Grenzen. So. Aber ich glaube, die ist. Ich weiß gar nicht, wie geil die ist, aber ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Okay, ich hab die noch nie gehabt. Doch noch einen hoch. Ich sehe ihn gerade null. Nein, ach so, stimmt, das ist egal. So, so, nein, so. Nein, Wasser. Aber das, also mit dem Dings, ne? Mit dem Terminal, das ist richtig geil. Also das ist richtig geil, wenn ich da an Botania dran stehe und einfach mal sagen kann, ja, dann ich brauch mal das, da muss ich nicht immer hin und her schwiegen. Richtig steilig, ey. Da muss ich sagen, freut mich. Ist schon episch dann, ne? Hast du noch ein paar Reaktor-Casings einstecken? Ja, habe ich noch. Oder einfach mal mitgehen lassen. Weil hier fehlen nämlich noch 3. Ja, ich hab noch genug, auch für die Deckle. Wo denn? Ach da. Ach shit. Hast du es jetzt komplett zugebaut? Ey. Hier hinten ja. So, zumindest soweit ich sehen kann, weil es ist ja dunkel wie Bernpuppes. Wir müssen auch mal gucken, dass wir den Reaktor so betreiben, dass der automatisch, wenn er keine wieder ausgeht. Was? Dass da, wenn der voll ist, wenn der voller Strom ist, wieder ausgeht. Ja, einmal das und dass er automatisch, wenn er leer ist, Saft zieht, also Uranium zieht oder. Ja, das andere wow. Zeug. So, ich schwebe ja. Hä? Was? Ne, ich habe mich bloß gerade gewundert, warum ich eben halt auf jeden Fall hier oben so gleite, aber ich schwebe ja. So, schaffen wir es auch. Wir sind schon wieder über der Zeit, aber da jetzt extra eine neue Folge für machen, finde ich Schwachsinn. Ja, wir machen das jetzt noch schnell zu Ende. Der Closer pinkelt ja wieder in den Reaktor rein. Inkontinenz. Kannst du mir noch ein bisschen von den Glas geben? Vom Glas habe ich 8 Stück. Na, gib mal her. Ja. Brauche ich noch? Was danke. Da fehlt aber schon wieder einiges, boah, kann das sein? So, oh, da bin ich wieder. 11 mal Glas fehlt? Nee. Was? Kann nicht sein, 11 mal Glas. Mach keinen Scheiß. Nee, nee sogar gut. Noch mehr. Oh, ich hab grad ein Standbild. Oh, ich muss ja einmal die Decke ein bisschen zubauen. Okay, ich glaube, Minecraft verabschiedet sich gerade von mir. Nein! Nein! Alter, ich will weiter aufnehmen. Ich habe noch so viel zu tun. Ja. Wir nee, bei mir lädt er jetzt gerade irgendein Wolf. Ist gerade irgendein Wolf? Keine Ahnung. Steht doch oben da, Minecraft. Du hast so ein Blablabla, bla, bla, keine Rückmeldung. Was hast du gemacht? Mitten in der Aufnahme.
Na, würde ich erstmal sagen, das war's erstmal bei, von meiner Seite. Ich ja, kann nichts machen. Wir sind ja schon over time her. Richtig, genau. Richtig. So. Bis dann. Ciao. Also. Ja, tschö. Wir sehen uns in der nächsten.